Hallo und willkommen zurück zu X2, die Bedrohung. So, hier in diesem Chipwerk schauen wir mal auf das schwarze Brett. Was sich denn da verbirgt? Eventuell ein interessanter Auftrag? Nein, leider nicht. Wir haben Energiezellen an Bord und Siliziumscheiben. Die werden wir hier nicht mehr los. Da docken wir ab. Und schauen mal, ob wir Schnäppchen finden. Nein. Und auch nicht wirklich gute Preise für unser Silizium. Da schauen wir doch mal einfach in die Galaxiekarte rein und fliegen in den nächsten Sektor. Vielleicht hierhin. Na, was sagt denn hier? Was sagen hier die Preise? Siliziummine haben die unten. Kein guter Preis für Silizium. Quantumröhrenfabrik. Oh ja, die zahlt gut für Siliziumscheiben. Dann fliegen wir da nochmal hin. Wir haben jetzt zwar gerade nicht so viel dabei, aber ja, die blockieren ja sonst auch nur den Frachtraum. Die Siliziumscheiben hier. Okay, da hinten fliegen wir runter. Wir schauen uns gleichzeitig mal unsere Besitztümer an. Stationen. Die Siliziummine hatten wir zwischendurch mal mit Energiezellen beliefert. Und unsere Erzmine hier, die funktioniert ja, wie sie soll. Auch das Agrarzentrum funktioniert ganz normal. Da gibt es also keine Probleme. Ja gut, die beiden Minen hier eben, ne? Die sind nach wie vor nicht in Betrieb. Das liegt ja daran, dass wir hier unbekannte Feindschiffe haben. Die sind ein bisschen zu gefährlich für unsere beiden Frachter. Wobei die ja jetzt gerade zurückgeschickt werden in ihre Minen. Und da, ne, oder? Sind die unterwegs ganz normal? Bei ganz normalem Handel? Moment, ich habe denen doch den Auftrag gegeben. Ach, tatsächlich, die kaufen jetzt hier Energiezellen. Komisch. Hatte ich nicht gesagt, dass sie zurück sollen in die Station und da bleiben sollen? Offenbar nicht. Unten brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Satelliten, weil hier unten ja in diesen unteren Sektoren gerne mal unbekannte Feindschiffe auftauchen. Gerade auch in Wolkenbasis Südost, da wo die gerade wieder hinfliegen. Was kostet das hier im Sonnenkraftwerk? Oh, ganz schön teuer. Ach genau, ich hatte die ja vollgeladen und dann zurückgeschickt. Offenbar haben die das so verstanden, als wenn die jetzt ganz normal, also offenbar fliegen die jetzt ganz normal wieder zum Energiezellenkauf. Ich glaube, hier unten werden nämlich in Wolkenbasis Südost, da werden wieder unbekannte Feindschiffe auftauchen. Tja. So, wir werden erstmal das Tor hier, das Osttor. Oh, hier sind ja jetzt auch unbekannte Feindschiffe, die waren auch gerade noch nicht da. Familienstolz. Da fliegen wir hin. Autopilot aktiviert. So, und wir schauen uns gleichzeitig, wie ich schon sagte, hier mal um. Ah, Moment, das erste Schiff müsste gleich hier in Wolkenbasis Südost eintauchen oder auftreten in den, also einfliegen in den Sektor. So, wo sind denn hier die Kraftwerke? Terrakorb, Sonnenkraftwerk und Sonnenkraftwerk. 15 und auch 15. Naja, super. Und wie es aussieht, fliegt unser Schiff genau zu dem weit entfernten. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, und dem Schiff sagen wir mal. Ah, toll, ist jetzt weitergesprungen. Dem hier sagen wir mal, es möge doch bitte. Ja, hier hinten in der Wolken. In der Sonnenkraftwerk. In dem Sonnenkraftwerk in Wolkenbasis Andockerlaubnis erteilt. Südwest andocken. Kommando akzeptiert. Wir schauen uns weiterhin den Sektor hier an. Was sich denn hier so alles tut. Obwohl, wobei. Ja, doch. Genauso soll es sein. Ja, das Schiff wird offenbar in Ruhe gelassen. Die sind nicht auf dem direkten Weg zu unserem Schiff. Das ist schon mal gut. Okay, so. Das Schiff ist angekommen. Landete Schiffe mit der Station handeln. Preise sind gut. Energiezellen gekauft. So. Ach, Moment, da können wir. Eigentlich könnten wir das Schiff ja
da auch noch hinschicken, das andere Schiff. Kommando akzeptiert. Das jetzt gerade in Erzgürtel ist. Ja, machen wir mal Kommandokonsole, Navigation, Docke an. Hier an dem Sonnenkraftwerk Alpha. Andockerlaubnis erteilt. Okay. Kommando akzeptiert. Sieht gut aus, soweit. Ja. Unbekannte Feindschiffe, die bewegen sich nicht, obwohl da gerade Frachtschiffe durchfliegen. Durch diese vier unbekannten Feindschiffe. Erreiche System, Autopilot deaktiviert. Ach, so heißt das System. Autopilot deaktiviert. So, hier, Schnäppchen. So, und ja, ich weiß, man kann das hier oben umwechseln, genau. Ich weiß nicht, manchmal mache ich das einfach nicht. Also, größtenteils mache ich das nicht. Hier einfach hin und her zu wechseln, ich weiß auch nicht warum. Beste Angebote. So. Gibt's hier Schnäppchen? Silizium? Nicht wirklich. Nee. Und gibt's hier Käufer für unser Silizium? Quantumröhrenfabrik Alpha. Quantumröhrenfabrik Alpha. Fliegen wir die mal an. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Ja, und dann ist nicht allzu weit weg. Können wir nochmal nach einem Auftrag Ausschau halten. Und vielleicht auch nochmal nach neuen Satelliten. Können wir mal nachschauen. Handelshafen hat der Satelliten. Erweiterter Satellit hat der. Das wäre eine Idee, dass wir die mal holen. 13.000er Stück, naja. Denke ich mal, können wir machen. Den einen oder anderen davon kaufen. Ja. Gut. Müssen wir uns dann im Hinterkopf behalten, dass wir da gleich noch hinfliegen. Wenn wir jetzt gleich nicht noch einen Auftrag bekommen. Fortgeschrittener Großunternehmer sind wir nicht. Wir sind Großunternehmer. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, die Pläne kaufen wir. An Leute wie Sie verkaufe ich meine Karten nicht. Na toll. Schade, die hätte ich jetzt gerne mal gehabt. Die hätte mich echt interessiert. Na gut, okay, Silizium verkaufen. Siliziumscheiben verkauft. Okay, 611.000. Hatten wir nicht zwischendurch mehr Geld? Ich glaube schon. Gut, ja, hier gibt es jetzt nichts für uns von Interesse. Dann fliegen wir, schauen wir nochmal mit den Schnäppchenfinder. Finden hier wirklich, naja, Energiezellen. Okay, ich glaube, die holen wir mal. Die werden wir ja auf jeden Fall los, wenn wir die hier kaufen. Ah ja, und wie es aussieht, haben wir da auch keine Konkurrenz gerade. Sieht gut aus. Ja, und dann verkaufen wir die einfach irgendwo meistbietend. Vermutlich für 22 Credits. Ja, dann machen wir nochmal ein schönes Geschäft. Einfach so nebenbei. So, da ist doch schon die Station. Irgendwie sind die ja schon interessant, diese Sonnenkraftwerke. Hätte ich auch schon ganz gerne mal eins. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Werden die Türen wieder geknallt. So, und wir handeln. Energiezellen. Ja, wunderbar. 1796 Energiezellen. Ist eine Menge. Verkaufspreisfinder für Energiezellen. Erzmine Alpha. Ja, Moment. Gibt es da nicht noch einen näheren? Näheres Ziel, näheren Abnehmer. Ja, ich denke mal, da wird bestimmt noch der eine oder andere den gleichen Preis zahlen. Müssen wir jetzt mal von Hand durchgucken. Okay, jetzt sieht es natürlich so aus, als würden wir tatsächlich Sonnenkraftwerke verkaufen. Kaufen natürlich keine Energiezellen. Ja, dann war das offenbar doch der beste Preis. Erzmine, Alpha. So weit weg. 54 Kilometer, naja. Naja gut. Dann ist es eben so. Achso, Moment, jetzt dürfen wir nicht vergessen, nochmal bei den Schiffen nachzuschauen. Okay, das ist offenbar angekommen. Sonnenkraftwerk Alpha. Der Station handeln. Ja, natürlich. Das war ja sowas von klar. Ah,
Navigation, docke an. Wolkenbasis Südwest. Sonnenkraftwerk Beta. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, und in Erzgürtel. War das in der Siliziummine? Nein, dann war das eine Erzmine, das Schiff. Genau, das können wir hier mal entladen. Energiezelle so. Transferiert. Okay. Kommandokonsole. Ja. Kaufe Ware zum besten Preis. Gebe ich dem einfach nochmal den Befehl. Auch wenn das vielleicht ein bisschen riskant werden könnte. Schauen wir mal. Gut, okay. Also, wir fliegen mit geöffneter Karte. Ja. Hier ist irgendwie... Hier sind gar keine Karg. Obwohl im Nachbarsektor, vor allem im Nachbarsektor, da waren auch keine Patrouillen, glaube ich. Hier war noch gerade Karg. Hier sind Patrouillen und keine Karg. Hier sind keine Patrouillen und Karg gewesen zumindest. Wieso fliegen die nicht einfach mal nach nebenan? Komisch. Sollten sie eigentlich mal machen. Aber gut, das ist ja sowieso immer so ein bisschen merkwürdig. Mit den Patrouillen, manchmal fliegen die gar nicht erst an und naja, wie auch immer. Naja. So. Wie weit ist es noch? Ah ja, da ist die Station schon. Andockvorgang erfolgreich. So. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Schwarzes Brett. Vor erfahrener Großunternehmer. So, jetzt können wir nochmal reinschauen, was unser Rang ist. Wir sind Großunternehmer, okay. Jo, gibt's wieder mal nichts. Außer Energiezellen. So. Verkaufen wir komplett. Energiezellen verkauft. Gut. Schnäppchen. Gibt's keine mehr. Ne, gibt's keine mehr. Dann fliegen wir Ronkas Wolken an, oder? Na. Ronkas Feuer. Naja, komm, wir fliegen mal einfach gen Süden. Was soll's denn auch? So, natürlich ist das Tor genau hinter der Station, hinter der Mine. So. Ja, dann erkunden wir einfach mal den weiteren Raum. Kann ja nicht schaden. Vor allem dann einfach, naja, die Karte zu vergrößern. Oder die Karte mit weiteren Flecken. Flecken von Sektorkarten zu bestücken. Ansonsten, bis jetzt ist das ja eine Karte mit vielen weißen Flecken. Und wenn wir da so ein paar Farbflecken drauf bringen können, ist ja auch schon mal ein bisschen was gewonnen. System, Ronkas Wolken, Autopilot so, und dann schauen wir Schnäppchen. Ja, ich warte eigentlich auch darauf, dass sich endlich Ben Denner mal wieder meldet. Oh, hier, Siliziumscheiben. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot, dass der sich mal meldet. Tja. Okay, so, Sektorkarte auf und... Oh, unbekanntes Feindschiff. Wie kommt denn das hier hin? Und vor allem, warum... kämpft da keiner gegen. Das steht da so ganz gemütlich rum und das sind sogar Kampfschiffe in der Mitte des Sektors gerade vorbeigeflogen. Merkwürdig. Ist ein M3. Greifen die vielleicht die Split gar nicht an? Man weiß es nicht. So, eine Piratenbasis gibt es hier offenbar auch. Wo ist denn die? Ach, das ist die da unten. Okay. Gut zu wissen. Ah, Moment. Wir können hier wieder Asteroiden scannen. 26 ist eine Menge. Auch 26. Ah. 5.
18. So, hier kriegen wir noch nicht drauf. Okay, das sieht ja schon mal wieder gut aus. Ein paar neue Asteroiden gescannt, 21. Den haben wir schon. Okay, probieren wir hier noch. Und den auch noch. Okay, den kriegen wir nicht drauf. Na gut. 5. 5 Erz. Naja, ist wirklich eine sehr schwache Ausbeute. Andockvorgang erfolgreich. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, und jetzt schauen wir erstmal auf das schwarze Brett. Dann ganz schnell hier Siliziumscheiben einkaufen. 195, ja. Haben wir gekauft. Das ist eine Menge, damit kann man was anfangen. Und jetzt schauen wir mal, wer die denn haben möchte. Niemand. Computerwerk kauft die, aber für einen nicht angemessenen Preis. Das können die vergessen. Tarkas Stern. Munitionsfabrik, die braucht kein Silizium. Gut, dann fliegen wir da auch gar nicht erst hin. Ronkas Feuer können wir mal anfliegen. Aber ich glaube, die brauchen auch kein... Doch, die brauchen ja in der Raketenfabrik Siliziumscheiben. Also Richtung Westen. Liegt auch ganz weit weg da hinten, natürlich. Tor, Autopilot aktiviert. So. Vorbei an dem unbekannten Feindschiff. Das sich doch wohl nicht in unsere Richtung bewegt. Autopilot deaktiviert. Fliegen wir mal ein bisschen seitwärts. Ich hoffe doch, dass es uns hier schön vorbeifliegen lässt. Puh. Das ging gerade noch gut. Autopilot aktiviert. So. Ja, war knapp. Okay. Gut. Ah, Moment. Wir vergessen ja hier gerade zu scannen. Das sollten wir nicht vergessen. So. So viel wie möglich scannen. Hier. Was? Scannen nicht möglich? Zu weit entfernt? Achso, der ist dann zu weit unten. Oder oben. Beziehungsweise wir befinden uns zu weit ober- oder unterhalb. So, ich hätte gerne den Asteroiden dahinter. Nicht das Schiff. Na, ist doch, da ist doch einer hinter. Genau. Mit 18 Silizium, okay. Gut, ja, dann fliegen wir mal weiter. Den nach vorne, den wählen wir als nächstes aus. Gut. Tor ist angewählt. 8 Erz, Ausbeute, naja. Und wie man sieht, ist hier wieder viel Verkehr. Sehr schön. Finde ich immer sehr schön, wenn hier wirklich ein bisschen Leben in den Sektoren ist. Okay, gut. In den nächsten Sektor. So. System. Autopilot deaktiviert. Schon wieder in dem gleichen System. Im System Autopilot deaktiviert. So, schauen wir mal. Kriegen wir hier noch Schnäppchen angeboten? Ja, Scruffenknollen. Okay. Dann wählen wir mal Raketenfabrik aus. Für Siliziumscheiben. Boah, 72 Kilometer weit weg. Ist ja wohl ein recht großer Sektor. Oh, und 5 sehr merkwürdig angeordnete Asteroiden. Die 4 weitere, noch merkwürdiger angeordnete Asteroiden in der Mitte umkreisen, die dann schon zur Mine ausgebohrt sind. Aber okay. Naja, vielleicht verbirgt sich da ja was dahinter. Tempel, nicht der Gona, sondern... Ja, was weiß ich. Space-Satanisten oder so. Irgendwie sowas in der Art könnte ja sein. Als eine Gegenbewegung zu den Gonern. Oder zu den Gona. So, was da hinten? Moment, Moment, Moment. Sind das etwa unbekannte Feindschiffe? Ich befürchte, ja. Piraten. Ah, okay. Die fliegen
Ja, ist eigentlich egal, wo die hinfliegen. Ich denke mal, die werden uns nicht angreifen, weil wir nichts zu bieten haben. Fliegen die uns an? Nein. Die fliegen nicht auf uns zu. Gut. Oh, da war ich erstmal einen Moment lang, ja, ein bisschen Andockvorgang. erschrocken. Ich wusste gerade mal nicht, Verbindungsseitigen was die Handelsnetzwerk vorhatten. hergestellt. Oder wer das war. So, okay, hier, Siliziumscheiben verkaufen. Ah, gehen wir wieder nicht alles los. Siliziumscheiben verkauft. Kein Auftrag, kein Folgeauftrag hier. Wir docken mal ab und lassen mal den Sensor laufen und docken dann wieder an. Verbindung zum örtlichen Vier weitere Handelsnetzwerk Einträge. Da ist vielleicht ein hergestellt. Auftrag bei. Ah, leider kein passender. Leutnant und Großunternehmer. Ah, schneller M5-Jäger sind wir leider nicht. Oder haben wir nicht. Na gut, Verkaufspreis für Siliziumscheiben? Nein. Gibt's nicht mehr. Scruff-Implantage bietet das Zeug auch nicht mehr so günstig an vorher, aber die fliegen wir trotzdem an, denke ich. Scruff-Implantage für Scruff-Knollen. Implantage Alpha Andock Erlaubnis erteilt. Autopilot Gut, aktiviert. machen wir das. Oh, wow, 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 knapp. Wieder haarscharf an der Station vorbei. Ja. Also, ich finde. Oh, ich finde immer interessant hier mal die andere Sektoren oder andere. Ja, die Sektoren anderer Völker hier ein bisschen zu erkunden. Denn manchmal sind die ja. Naja, also, vielleicht sind die ja anders angeordnet, die Station. Oder vielleicht haben die einfach ganz andere Voraussetzungen. Also, ja, haben sie. Zum Beispiel brauchen die Argonenstationen alle regelmäßig. Nicht alle, aber viele brauchen regelmäßig Kahuna-Fleischblöcke. Hier brauchen die was anderes. Bei den Boronen brauchen die Bofu. Ich glaube, hier brauchen die irgendwas. Was war das gleich für ein Futter? Naja. Irgend so ein Split-Futter eben. Hier so Rasta, genau. Rasta war das, glaube ich. Glaube, das Chelt? Ne, der Hund. Da wird ja nur Cheltfleisch hergestellt. Genau. Und das wird dann. Das Scruff-Implantage. Naja, ist auch egal. Es wird irgendwo schon verarbeitet. Andockvorgang. So. Da wäre es dann interessant, wenn man hier mit einer Verbindung Argonenstation zum im örtlichen Split-Raum Handelsnetzwerk auftauchen würde. hergestellt. Könnte man die dort überhaupt, ja, überhaupt versorgen? Interessante Frage. So, wir kaufen mal ganz viel Scruffing-Knollen. Scruffin-Knollen gekauft. Und verkaufen sie gleich wieder. Für viel Geld hoffe ich doch. Keine Käufer. Oh. Dann fliegen wir Richtung Süden. Das Tor ist in der Nähe. Und wir waren noch nicht im Süden. Fliegen wir da mal hin. So, da ist das Tor. Autopilot aktiviert. Und los geht's. Na. Piratenschiffe in der Nähe. Ganz links muss irgendwo noch ein Tor oder irgendwas oder eine Station sein. Dass die Schiffe da von ganz links kommen. Erreiche System. Familie Autopilot deaktiviert. So. Fliegen wir. Ah, keine Käufer. Kristallfabrik. Kristallfabrik Alpha. Gut, fliegen wir die mal an. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Gibt es auch noch ein paar Asteroiden? Siliziummine, ah ja. Ja, der Preis ist nicht in Ordnung, den zahlen wir auf gar keinen Fall. Massum oder Messemühle. Ja gut. Erz können wir hier vielleicht noch günstig einkaufen. Da müssen wir gleich mal schauen. Aber da fliegen wir erstmal zu der Station, verkaufen da unsere Siliziumscheiben und dann machen wir erstmal eine Pause. Piratenschiff, ein weiteres. Ja gut, das sind die von Norden auskommen. Oh, ich glaube, die werden auch gleich abgeschossen. Tja. Da haben die sich wohl vertan. Da sind die wohl in den falschen Sektor geflogen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.
Kein Auftrag. Siliziumscheiben verkaufen. Gut, okay, dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Wieder einen neuen Sektor erkundet. Und auch die Split wieder ein bisschen in den Handel einbezogen hier mit uns. Ja, ein bisschen Geld gemacht haben wir. Nicht allzu viel, aber ein bisschen so einen kleinen Schritt wieder Richtung neues Schiff. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!